Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum Spitzenspiel. Heute zwischen Quentin im roten Trikot, Nils im Tor und in grün Sammy. Ich begrüße euch ganz herzlich im Stadion. Und damit kann's auch losgehen. Es ist angepfiffen, der Ball rollt und sofort geht's voll zur Sache. Wird hier hart um den Ball gekämpft. Grün direkt auf dem Weg nach vorne, volle Kraft voraus. Aber Nils, der Torwart, einfach großartig dazwischen. Der erste Angriff abgewehrt. Quentin in Rot kann den Ball perfekt verarbeiten. Quentin! Tor! Tor! Was für ein Kracher, ein Schuss, ein Treffer. Ist es denn die Möglichkeit? Quentin geht hier in der allerersten Minute mit 1:0 in Führung. Aber es bleibt jetzt keine Zeit zum Verschnaufen. Es ist ein Hin und Her. Beide schenken sich nichts. Sammy kommt jetzt. Und da, Rot liegt am Boden. Quentin hat sich wehgetan. Ich kann auch nicht genau sagen, ob das ein Foul war. Aber es sieht echt nicht gut aus. Quentin hat sich offenbar verletzt. Aber jetzt zeigt er an, dass es weitergehen kann. So kann das Spiel wieder Fahrt aufnehmen. Da ist gleich wieder in grün Sammy. Dieses Mal versucht er es über links und das macht er ganz stark. Aber Nils zeigt eben, dass er ein sehr guter Torwart ist. Es bleibt also zunächst weiter beim 1:0 hier. Aber liebe Zuschauer, hier kann noch viel passieren. Noch ist Zeit, noch ist nicht Schluss. Eine ganz knappe Geschichte. Es ist eng, es ist spannend. Kann Rot dieses Spiel für sich entscheiden? Quentin, Quentin! Diesmal nicht. Und was macht Sammy nun da? Ja, was ist denn bitte schön jetzt los? Ja, schaut euch das an. Das habe ich ja noch nie gesehen. Der Torwart liegt. Nils liegt am Boden und ruht sich einfach aus. Unglaublich, unglaubliche Bilder. Grün und Rot haben sich offensichtlich entschlossen, nun nicht mehr gegen, sondern miteinander zu spielen. Quentin und Sammy passen sich den Ball zu und üben gemeinsam miteinander. Meine lieben Zuschauer zu Hause am Bildschirm, ihr glaubt es ja gar nicht, was sich hier im Stadion für Szenen abspielen. Auch Nils im Tor ist wohl dabei. Ja voll, ja das sind echte Freunde. Und jetzt werden sogar auch noch Kopfbälle geübt mit dem Torwart. Noch einmal probiert es Quentin. Hoch und weit, aber zu hoch. Das Runde muss doch ins Eckige und nicht obendrauf. Aber Rot und der Torwart versuchen den Ball nun zu retten und schwupps, jawohl, da hatte Nils genau die richtige Idee. Weiter geht's nun mit dem Üben. Tor! Ja, das nenne ich mal eine richtige sportliche Freundschaft. Nach diesem tollen Spiel genießen Sammy in grün, Torwart Nils und Quentin in rot zum Abschluss gemeinsam ihre wohlverdiente Pause. Und ich verabschiede mich aus dem Stadion und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Mehr vom Elefanten in der ARD-Mediathek.